Wachsen mit Europa. Lernen, Wissen, Spielen. Die Spieler unternehmen eine unterhaltsame Reise durch das neue Europa der 28 Mitgliedsländer. Wissenswertes aus Wirtschaft, Kultur, Geschichte, Sport und dem Alltag wird erfragt und soll richtig beantwortet werden. Gleichzeitig kann man auch das Burgenland besser kennenlernen. Das Brettspiel stammt ursprünglich aus dem spanischen Murcia und wurde 2008 für das Burgenland adaptiert. Nun hat das Regionalmanagement Burgenland im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zum Abschluss der EU-Förderperiode Phasing Out dieses spannende und unterhaltsame Wissensspiel neu aufgelegt. Das Ziel, die vielen Länder der EU in spielerischer Form näher zu bringen. Gemeinsam mit dem Burgenländischen Landesschulrat startete das Regionalmanagement Burgenland im Schuljahr 2014-2015 mittels dieses Brettspiels einen landesweiten Wettbewerb, um die besten Schulen des Burgenlandes zu ermitteln. 13 Schulen der 7. und 8. Schulstufe beteiligten sich an diesem Schulwettbewerb. 4 davon qualifizierten sich schlussendlich für die Endrunde, die im Kulturzentrum Eisenstadt ausgetragen wurde. Interessantes aus der kulturellen Vielfalt der 28 Mitgliedstaaten ist genauso enthalten wie Lehrreiches aus der Geschichte Europas und dem Burgenland. Ja, es geht heute nicht nur um Wissen, es geht auch um ein wenig um Wettbewerb. Ihr habt es im Vorfeld gehört, dass wir auch ein paar schöne Preise zu vergeben haben. Deswegen lohnt es sich auf alle Fälle, die Gehirnzellen ein bisschen anzustrengen. Vielleicht ist ein wenig Glück auch notwendig, aber das ist bei jedem Spiel und bei jedem Wettbewerb auch notwendig. Es geht heute um Europa, es geht um die Europäische Union und es geht auch um das Burgenland, das mittendrin im Europa und in der Europäischen Union hier steht. Deswegen viel Glück, viel Erfolg jetzt da. Es geht los. Die Spieler können aus 5 Reiserouten wählen, um in das Ziel, das Burgenland, zu gelangen. Bei einer der vielen großen Städte angelangt, gibt es eine von 1900 möglichen Fragen zu beantworten, um die begehrte Landesflagge zu erhalten und weiterreisen zu dürfen. Wer ein Flugzeug würfelt, hat es leicht. Denn dann geht es immer direkt in eine der großen Städte, in der die Fragen warten. Wir fliegen nach Dänemark. Irgendwie habt ihr einen Vertrag mit der Auer. Welche deutsche Stadt verströmt einen angenehmen Duft? Ist es Köln, Bonn oder Berlin? Gibt es eine Einigung im Team? Wir haben schon eine Einigung, glaube ich. Köln, ja, das ist Köln. Die zweite Frage. Ganz herzlichen Glückwunsch für die neue Mittelschule Zürndorf. Voran und die sind jetzt auch am Würfeln. War es zu Beginn des Finalspiels noch sehr spannend, setzte sich doch bald die neue Mittelschule Kobersdorf ab. Die Frage. Er hieß Mindaugas und einige litauischen Stämme in den ersten litauischen Staat zu gründen. Was war er? Glück beim Würfeln und viel Wissen beim Durchreisen der Länder sorgten dafür, dass das Team sehr bald in der Zielstation Burgenland landete und somit als burgenländischer Landessieger hervorging. RMB-Geschäftsführer Magister Harald Horvath und der Präsident des Landesschulrates Magister Heinz-Josef Zitz gratulierten den Gewinnern und überreichten Urkunden und Preise. Wettbewerbs Wachsen mit Europa, der geht ins Mittelburgenland, neue Mittelschule Kobersdorf, Platz 1.